Hornlänge voraus! Chompy Mage! Chompy Power! Willkommen zurück zu Skylanders Trap Team. Eine neue Chaos-Schicksals-Herausforderung wartet bereits auf uns. Und wir gehen da direkt rein mit Head Rush und mit dem Chompy Mage. Den haben wir auch kaum noch gesehen. Und da machen wir uns gleich mal auf. Viele sind nicht mehr übrig, nur noch diese zwei. Wellen 66 bis 80. Los geht's. Ich weiß, was du denkst, Skylander. Wie kann ich Chaos, den Höhepunkt meiner fiesen Perfektion, noch übertreffen? Ganz einfach. Hiermit! Bauphase. Oh, das könnte ja gar nicht besser laufen. Schaut euch das an. So viele Türme, die ich hier bauen kann. Wir haben mit Headrush hier den Jodelfahrt am Start. Und hier kann ich da jetzt mit dem Chompy Mage bauen. Jawohl, dann haben wir mal eine andere Kanone hier. Okay, also schauen wir uns kurz den Pfad hier an. Ja, die Standardattacken könnt ihr euch durchlesen. Jodelangriff bewirkt mehr Schaden, die Tonhöhe kann ich steuern und der Boden wird zerstört. Und deinem Seelenstein-Fähigkeit hier mit dem neuen Traptanium-Hörmer macht auch mehr Damage dann. Und wir sind mit dieser Rush-Attacke mit Y fast schon an den Damage von unterem Pfad damit rangekommen. Also es ist nicht mehr so viel Unterschied. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, wir machen hier eine Drehung. Denn pro Drehung bekommen wir mehr Damage hier auf die Gegner. Jetzt sind wir schon bei 90. 105. Ich glaube 120 ist jetzt schon das Maximum, oder? Jawohl, so ist es auch. Oh, jetzt sollten wir uns aber tunlich beeilen. Die gehen hier schon richtig zur Sache. Mann! Jodel mal dich hier zum Sieg. Oh nein! Oh, der arme Turm. So. Das ist ja echt geil. Genau im richtigen Moment wechseln. Und dann nehme ich gar keinen Damage. Weder mit dem Chompy Mage und auch nicht mit Head Rush. Oh mein Gott, sind das viele Gegner. Komm, spring dich zum Sieg. Das macht echt saumäßig viel Damage, aber trotzdem, es reicht nicht ganz. Oh nein, falsche Attacke. Wow, war das knapp. Nein, 99, komm schon, gib Gas. Alle Türme sind down. Nein. Das kann doch gar nicht sein. Komm schon, Chompy Mage, schnell. Jawohl. Da geht er down. Oh, den kleinen, den habe ich ja nicht mal auf der Karte gehabt. Habe ich nicht mal gesehen. Puh. Eine harte erste Welle. Also das kann schon was. Und ich kann zum Glück wieder drei Türme bauen. Ich muss wenigstens schauen, dass einer eh überleben kann. Das wäre schon mal was. Okay. Also die Rush-Attacke vielleicht brauchbar. Aber Headrush muss man echt aufpassen, denn mit dem Jodeln hier muss man immer ausweichen. Ich vielleicht gedacht, in der Herausforderung gäbe es keine Fallen. Aber da liegst du falsch. Furchtbar falsch. Ja. Skylander, halte dich bloß von diesen wirbelnden Wirbelstürmen fern. Sie verlangsamen dich sonst. Welle startet. Okay, und was ist so besonders cool jetzt? Jawohl, also wir können mit X so Chompy spawnen. Genau zwei. Hm, mehr nicht. 32 Damage. Dann die Y-Attacke, die haben wir schon vorher gesehen. Die macht nicht ganz 200 Damage. Außer mit dem Crit. Ja, 187. Sehr nice. Also schon einiges. Attack Speed sehr langsam. Ja, ist okay. Ey, das war aber fies. Ey! Tun mir alle weh. Auch nur 20 Damage. Die Tonhöhe verändern. Bringt auch nichts. Oh nein. Aufpassen. Das ist schon sehr knapp. Dann rush hier mal durch. Hit and run mäßig. Das wirkt bei den Gegnern sehr effektiv. Das Jodeln ja überhaupt nicht.
Naja, leicht vielleicht, aber nicht mit Headrush. Also da haben wir schon Probleme. Man muss sehr gut ausweichen. Ansonsten bekommt man dann einen Hit nach dem anderen hier verpasst. Türme verbessert. Jawohl. Zwei Türme haben es geschafft. Den dritten bauen wir jetzt mal mit dem Jumpy Mage hier auf. Laden wir gleich mal wieder auf. So, HP habe ich hier nicht bekommen, schade. Und da haben wir ihn im Wirbelsturm da links. Schauen wir mal, da werde ich verlangsamt, sagt er. Hey, der nimmt mich doch komplett mit. Aber ich kann aus der Luft rausstampfen, kann das sein? Oder war er sowieso schon aus? Gute Frage. Oh nein. Nein, ich kann nicht rausstampfen. Schnell, schnell, schnell. Nein. Ja, ein Critical Hit, sehr schön. Dein kleiner Stab hier rockt die ganze Bude. Jawohl. Ein bisschen müssen die Türme hier noch durchhalten. So, jetzt schnell. 85, genau das ist der Damage, den ich hier haben will. Ach so, ich sollte die Druckanzeige irgendwie verringern. Aber so ist es doch nicht so spannend, oder? Schauen wir mal. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Joden wir los. Ja, da hat er eine nur 85 bekommen. Oh, 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 oh. So. Das ist vielleicht keine schlechte Combo, nämlich dann diese Attacke ausüben. Oh nein! Das war aber nicht so geplant. Boah, das ganze Feld hier ist schon voller Raketen-Hinweisen versehen. Ich komm schon! Oh nein, das wird sehr knapp werden. Rush mal durch. Yes. Sehr brav. Der Turm hat ja fast keine HP mehr hier. Welle abgeschlossen. Leichte Probleme. Aber es ist schon mal sehr gut, dass die Türme hier nochmal upgradet wurden. Wir sind am Maximum vielleicht sogar schon. Oh, die sehen optisch wunderschön aus. Rote Kristalle. Wie bei Prison Break hier. Von der Swap Force Edition. Okay. Nächste Welle. Welle 69. Ultimative Unglaublichkeit. Du hast aber nur hier ein paar Jumpies hier im Start. Und sonst eigentlich gar nichts, oder? Ich meine die andere Attacke. Oh, was habe ich denn hier? Ich bin hier verseucht. Aufpassen. Zu viel HP sollte ich auch nicht verlieren. Was ist denn das? Das ist so schade. Diese kleinen habe ich ja gar nicht gesehen hier mit den Kanonen. So gemein, so fies. Komm, wechseln. Lass ein paar Jumpy spawnen. Nein, nicht diese Attacke. Ja, wenn wir schon dabei sind, ist okay. Nehmen wir auch gerne mit. Okay. Jumpy spawnen, schnell. Nein, hat nicht geklappt. Ich brauche eine Minipause, bevor ich das nochmal mache. Aber dann. Uiuiuiui. Oh mein Gott, die halten so lange durch. Das ist doch echt Hammer. Der Turm hatte nicht mal eine Chance. Weil ich mit der Jodelattacke zu wenig Damage gemacht habe. Aber ich kann wieder einen Turm bauen. Immerhin etwas. Okay. Oh, die HP wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich hatte doch schon volle HP. Hat er mal was zu bieten hier, der Chaos? Bis jetzt hat er zwar den Türmen Damage zufügen können, Türme zerstören können, weil Headrush einfach zu wenig DPS hat. Damage per Second, das hat nicht gereicht. Und ich verstehe auch nicht, wieso sie dann teilweise nur 20 machen. Ach so, vielleicht muss ich hinschauen, kann das sein? Nicht nur angegriffen, das war's auch schon. Schnell, rette auf jeden Fall diesen Turm hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Und auswechseln. So, schnell, schnell, schnell. Und auswechseln, jawohl. Es ist echt keine schlechte Combo. Oh nein, zu spät, verdammt. Das wird langsam gefährlich, zu gefährlich. Jawohl, das fiese Wesen ist schon mal down. Jetzt kann ich hier die HP absahnen. Super, und Türme haben auch alle überlebt, so halbwegs. Oh nein.
Ja, ich würde es ja gerne dem Jumpy Mage hier erledigen lassen. Zwei Türme im gelben Bereich, einen roten Headrush komplett. Am absoluten Limit. Ich brauche HP und ich kann sogar den vierten Turm hier bauen. Super, viermal Erde. Wo kriege ich ein HP her? Ich brauche die. Ich brauche da ein magisches Objekt. Hilft nichts. Das ist zu riskant. Also da zahlen sich erstmals diese magischen Objekte auch aus. Das Heilelixier vom absolut allerersten Adventure Pack von Skylander Spyro's Adventure. Mit, wie hieß denn der? Mit Dark Crypt oder so, das Adventure Pack. So ist in die Richtung. Wie die Hörner hier schön grün leuchten. Naja, so viel AP hat es nicht dazu gebracht. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Vor allem bei den Elite Skylander ist das... Oh oh. Ist das richtig schlimm? Der kann dann einen Hit aushalten, mehr nicht. Also es hat fast gar keinen Sinn mehr, warte mal. Ja, oh mein Gott. Ich kann ja nicht mal alle Türme retten. Oh nein, und dieser ist auch schon fast am Limit. Puh. Okay, Jumpy Mage, dein Auftritt. Die rätselhafte Schicksalskiste wird angegriffen. Schnell, Skylander. Ich brauche Hilfe. Das andere magische Objekt von damals. Jawohl. Dadurch werden sie extremst verlangsamt. Das ist so geil. Denn dadurch kann ich wirklich mit Headrush sehr viel Damage hier austeilen. Bis der jemals zum Zug kommt. Ja, ich lasse dich schon, Jumpy Mage, aber das ist fast aus, das magische Objekt. Ausweichen, ausweichen. Oh nein, der letzte Turm. Den muss ich retten. Komm schon. Oh, das war ein Block. Sonst hätte es mich sogar erwischt. Puh, war das knapp. Der Jumpy Mage hat mich noch retten können. Genau im richtigen Moment gewechselt. Dieser eine Block war echt sehr wichtig, sonst wäre ich im Over gewesen. Komplett down mit Headrush. So ein kleines... so ein kleiner Grenade heißen die ja. Oh nein. So ein ganz kleiner Jumpy hätte mich hier nach Hause geschickt. Okay. Es wird ein Skylander des Magie-Elements benötigt, um diesen Turm zu aktivieren. Es wird immer schlimmer. 292 HP. Das ist schon sehr an der Grenze. Ich würde mal sagen, wir nehmen jemand anderes. Ich hab's drauf. Bad Juju. Hier kommt Bad Juju. Jawohl. Siehst du, was Juju alles kann? Einer meiner Lieblings-Skylanders. Oh, gefällt mir so gut. Wir können sogar einen Turm bauen. Sehr schön. Meine ja, deine Klinge dürstet. Nach Schurken, Schergen, was auch immer. Okay, voll upgegradet. Der Crypt King. Die Nitro-Version hat mehr Crit übrigens als die normale Version. Ich habe den oberen Pfad genommen, den Klingenpfad. Und diese Seelenstreich-Fähigkeit ist so viel wert. Denn dadurch kann man noch mehr Damage machen, indem noch Schwerter rauffallen auf die Gegner, wenn man Crit landet. Wie hier zu sehen. Oh, das macht so viel Damage, das ist absoluter Hammer. Was ist die Besonderheit hier an Crypt King? Ich meine, einerseits, dass er sehr langsam ist, was schlecht ist. Aber er hat auch noch eine andere Besonderheit, denn ich kann hier mit X das Schwert alleine losschicken und hier durch die Gegend. Wow! Ballern! Aber aufpassen, man kann sich währenddessen nicht bewegen und ist komplett wehrlos den Gegnern hier ausgesetzt. Oh mein Gott! Nein, ich hoffe ihr auch. Denn Crypt King hat hier eine Menge Arbeit noch vor sich. Der kann das noch nicht genießen. Sehr schön. Türme verbessert.
Jawohl, und wir haben einen Turm wieder am Maximum hier. Bauphase. Oh, schön. Wunderbar. Dann bauen wir mit Crypt King noch einen Turm. Dann haben wir hier drei verschiedene Türme. Der eine ist ja schon voll upgradet, der andere ist auf Stufe 2. Okay, dann hoffen wir mal, dass hier zumindest ein neuer Turm überlebt. 8 Wellen noch. Hm. Na, hoffentlich. Wow, das war knapp. Also mit Arme Bad Juju hier so einen Sturm aufsetzen oder so ein Hurricane, was auch immer, so ein kleines Lüftchen und dann oft Y drücken. Da kann man viel mehr Damage ausüben, denn wenn ich normal Y drücke, ist der Attack Speed sehr, sehr langsam. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass die schnell down gehen. Komm schon, Bad Juju, das kannst du noch schaffen vielleicht. Nein, 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 nein. Der Turm da vorne. Oh nein. Down. Shit. Einfach viel zu viel. Muss halt hier mit diesem Ring, mit diesem Kreis, mit diesem kleinen Stürmchen da oder Sturm, muss man den Gegner sehr zentral treffen, sonst macht man nur 11 Damage und das ist gar nichts. Ja, ich weiß. Ich kann mich aber gerade nicht bewegen. Warnung, kritischer Druck in Chaos Wut-Anzeige. Oh nee, was haben sie gesprochen? Etwa, dass eine neue Welle auf uns wartet? 74, 7 noch. Also bei Crypt King habe ich Bedenken, dass der diese Herausforderung heil überstehen wird. Wenn man Crit macht, ist das echt relativ krass. Man macht so viel Damage. Und das werde ich mir jetzt mal aus- oder zugute führen. Und einen Hut hier nehmen. Wo haben wir denn mit Crit hier? Schauen wir mal ein bisschen rüber. Hier! Das war das. Schaut zwar irre strange aus. Na, ich hoffe mal. Was ist denn hier los? Ein voller Bug hier. Kritische Treffer. 85 Rüstung. Geht schon durch hinaus über die Anzeige drüber. Okay. So. Hau mal ordentlich zu. Noch immer kein Crit. Da brauche ich schon einige Treffer, bis da überhaupt einer rausschaut. Sofort. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Nein, auf keinen Fall. Der Turm ist eh schon fast down. Schon im roten Bereich. Admiral Crypt King macht sich hier bereits zur nächsten Welle. Seine Pose mit dem Hut. Das sieht sehr eigenartig aus. Sehr strange. Was ist das eigentlich für ein Head? Hm. Ich habe gar nicht geschaut. Werte waren mir einfach wichtiger. Okay. Ja. Sieht sehr strange aus beim Crypt King, aber es sieht nicht ganz so blöd aus, wie ich mir zuerst gedacht habe. Gut, gut. Der Sieg wird mein sein. Hoffentlich, denn hier wartet sehr viel auf uns. Oh nein. Das gefällt mir nicht mehr. 4 von diesen Typen. 81. Da waren es nur noch 11. Schnell, mein lieber Turm. Muss ein bisschen mehr schlagen. Der schlagt viel zu wenig zu. Oh nein. Und da war es das schon. Das war fast klar. Der kann einfach nicht überleben. Den Sturm auch nicht perfekt getroffen. Jetzt die 81. Da müsste er bald down gehen. Und weg mit dir. Momentan ja. Puh. Nein, ist er nicht. Für Bad Juju ist nie der falsche Zeitpunkt. Ja, ein Kreuz haben wir schon. Grabstein für unseren Turm, für unseren Gespensterturm. Was schießen die denn alle? Oh, die fette Kanone hier. Nicht nur Wind, die sie hier nach vorne pustet auf die Gegner und die wegdonnern wird. Selbst mit Elektrizität, wie hier schon super gearbeitet. Hm. Das kennen wir ja schon noch von Lightning Rod. Der war ja auch vom Windelement und hat Blitzattacken gehabt. Ich weiß nicht, welche
Okay. Welche Kanone gefällt euch am besten? Also die zwei sind meine Favoriten schon eher. Vor allem diese, wenn diese mal in Action tritt. Das ist richtig geil optisch. Ein sehr schönes Werk. Bei Chuchu hat hier halt den Vorteil mit dem Ranged Attack. Den Turm da oben muss ich drauf gehen lassen. Ja, ich weiß, aber ich kann nichts machen. Oh, der ist sogar down gegangen. Sehr schön, der Turm hat überlebt. Perfekt. Ja, jetzt bist du ja gleich wieder voll aufgeladen. Okay. Nutzen wir mal die Schwertattacke hier. Und donnern hier alles durch die Gegend, was wir so erwischen. Oh nein. Oh, das geht schon richtig ab. Optisch ein wunderbares Feuerwerk hier. Es ist soweit. Jetzt geht's in die kritische Phase auch noch. Aber es kommen keine Gegner mehr. Was für ein Pech für Chaos. Da gehen ihm glatt die Schergen aus. Muss er mir anheuern. Also viel mehr Crits mache ich hier mit Crypt King auch nicht. Schauen wir mal zu den Werten. 85, das heißt nicht 85% Critical Hit, sondern das muss irgendwie durch eine Zahl durchgeteilt werden. Damals war es durch 5 dividiert, damit man hier auf die Percentage kommt, wie viel Crit-Wahrscheinlichkeit man generell hat. Also 100 Crit waren damals 20% Crit-Wahrscheinlichkeit, was fast gar nichts war. Bei Rüstung war es ungefähr ähnlich, da war es dividiert durch 3. Und das Schlimme ist, das hat fast gar keinen Effekt gehabt. Deswegen war Speed immer die Variante oder die Option, die einzige sinnvolle Option hier zu wählen. Denn mit den anderen Werten hat man fast nichts rausgebracht. Oh, nice, ein Crit. Das schaut so optisch super aus. Absolut toll. Oh, da kommen ein paar stärkere. Na, 144. Oh, das war ein falscher Hit. Jetzt 234. Oh Mann, die gehen alle down. Die haben keine Chance hier. Oh, so viele Crits. Wahnsinn. Also, die X... Variante bei der Combo ist die stärkste, wie es scheint. Und es sieht so geil aus. Optisches Feuerwerk. Ein Traum. Mit diesem dunklen Hintergrund und dann den hellen Blitzen. Wow. Und Crypting hält hier wirklich noch immer stand. Hätte ich mir nicht gedacht, dass der so lange sogar durchhalten kann überhaupt. Denn man bekommt sehr leichten Hit. Aber es kamen halt auch relativ häufig die richtigen Gegner hier für uns. Ich bin für Großes bestimmt. Hier haben wir einen viel besseren Helm noch, sehe ich gerade, mit 30 kritische Treffer dazu, 17 Rüstung und 6 Tempo. Steht ihm gar nicht, aber von vorne sieht er super aus. Also von hinten überhaupt nicht meins, aber von vorne absolut top. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen. Hey, lässt meine Türme in Ruhe. Die müssen überleben. Schnell, lauf, lauf, lauf. Der Turm braucht Hilfe. Oh nein. Das haben sie sich nicht verdient. Und wir gehen zurück zur letzten Station. Unser schönster Turm, der Windturm. Level up wäre jetzt hier nice. Schauen wir mal mit A den Schwarm hier. Wow. Genau im richtigen Moment wieder abgeschlossen. Wir können wieder einen Turm bauen. Aber die halten nicht mehr lange durch. Denn vorhin hatte ich zwei und eine war voll geabt. Oh, ein paar HP, die tun gut. Super. Welle startet. Zwei Wellen noch. Der Sieg wird mein sein.
optisch einfach nur wunderschön. Diese Atmosphäre. Das lässt schon darauf schließen, dass es hier bald in die kritische Phase geht. Zwei Wellen nur noch. Was hat Chaos hier für uns noch vorbereitet? Hat er noch was in petto? Hat er noch was in Reserve? Oder schickt er jetzt nur noch die letzten Schergen hier wahllos in die Arena? So, da nehmen einfach mehr Gegner Damage, wenn da mehr in der Nähe sind. Sehr schön. Gegen einen Gegner halt schlecht. Dann nimmt man besser den Wirbelsturm. Okay, nehmen wir den Bienenschwarm. Was macht der eigentlich an Damage? 85? Nein, das war die Kanone. Doch, 85. Aber das Problem ist halt, der Bienenschwarmpfad ist bei weitem nicht so gut wie dieser hier. Wow. Schneller. Nein, nicht das Schöne. Die haben alle zugleich zugeschlagen. Und da wird es den letzten auch erwischen wahrscheinlich. Oh, ich habe ihn noch retten können vorerst. Aber das war richtig fies, hat er meine letzte Linie ausgeschaltet, meine letzte Verteidigung ganz am Ende. Und jetzt kommt wahrscheinlich alles in die Arena rein, was Chaos noch hier zu bieten hat, was er zum Aufopfern hat. Schauen wir, finden wir es raus und ich hoffe, wir finden es nicht schmerzhaft heraus. So, Crypt King, halt noch stand, kein Hit, darfst du hier irgendwie einfangen. Stark und ehrenhaft. Stark und ehrenhaft machst du dich jetzt aus dem Staub. Wenn ich da schon sehe, was da auf uns zukommt, das wird kritisch. Hab's mit der Axt. Chomchest. Wir haben vom Busch weg noch immer nicht die Seelensteinfähigkeit, haben wir dagegen ausprobieren können. Ihr so einen großen Baumfeld, das ist nämlich die ultimative Attacke. 440. Das gibt richtig Gas. Nein, mein Turm. Oh nein, komm schon, die Schatzkiste muss mich retten hier. Jawohl, schaut gut aus. Okay, in der Luft Y halten. Und dann kommt der Baum. Und leider verfehlt. Wie kann man mit einem Baum verfehlen, Bushwack? Oh nein, komm schon. Fell hin, 440, sehr schön. Leider kein Critical Hit, den hätte ich jetzt gebraucht. Ja, super. Hilft mir nichts. Oh. Oh, nee. 660, genau das wollte ich sehen. Ja, der Baum kommt schon. Perfekt für die letzte Welle. Da kann Chaos nochmal aufzeigen. Anscheinend braucht man da... Wow, ein bisschen. Haben wir hier auch Schatz versteckt? Hier vielleicht irgendwo? Nein. Okay, X-Attacke normal hier. Da kann man halt nicht rushen. Leider. Okay, Level up. Ist das schon der letzte Gegner? 75 macht diese, ja. Es kam nichts mehr Besonderes. Und wir haben die letzte Welle hier geschafft. Und somit auch die gesamte Chaos-Schicksals-Herausforderung. Da wartet jetzt nur noch eine auf uns. Oh ja, das stimmt. Du hast noch eine Herausforderung für uns, aber ich glaube, dass die auch nicht ganz so schwierig sein wird. Wir haben es bis hierher geschafft. So weit, der ganze Weg. Da wird uns die letzte Herausforderung dann auch nicht mehr stoppen können. Gesucht und gefunden. Unser Sieg ist gewiss. Wir müssen nur daran glauben. Wir müssen nur dafür kämpfen und dann haben wir sehr gute Chancen. Hier auch die letzte Schicksalsherausforderung ohne weitere Probleme zu meistern. Konzentriert bleiben, ja nicht zu leicht auf die lockere Schulter nehmen und dann wird das schon hinhauen. Okay, ein letztes Geschenk gibt es noch hier für uns. Schauen wir mal, was drinnen ist. Geld. Bisschen Gold, 6000, wow. Das ist schon ganz ordentlich.
Es lässt sich nicht zählen. Was ist denn das für ein Hut? 32 Rüstung. Wie der etwa aussieht. Sehr strange. Noch eine Frage. Wo sind deine Schätze? Okay. Gut, dann war's das für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal hier bei Skylanders Trap Team. Schönen Tag noch.